Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich hier auf Twisting Nether, denn ich habe hier schon ein Item gefunden, das ich ganz gerne mitnehmen wollen würde. Und zwar kleiner grüner Dolch ist hier drin für knappe 90k. Und das ist eins von den paar Items, die mir noch fehlen, die mit Patch 10.1.7 wieder zurück ins Spiel gelangt sind. Und ich würde sagen, das kaufen wir uns jetzt hier mal für, wie gesagt, knappe 90. Und das können wir dann auch gleich rüber traden. Ich habe meinen Main hier drüben schon stehen. Den traden wir an. Und dann können wir es auch am besten gleich lernen. Halt, stopp. Hier drücken wir nochmal auf Handeln. Und dann haben wir auch schon ein Temok mehr. So, zusätzlich tragen wir das jetzt aus meiner Liste aus, beziehungsweise in die Liste ein. Also dann schmeißen wir das mal vom letzten Mal alles raus. Und dann haben wir hier 90k. Und hier hinten gucken wir mal, ob wir es finden. Genau, da haben wir den kleiner grüner Dolch. Den kicken wir jetzt einmal raus. Und dann sind es jetzt in den östlichen Königreichen nur noch zwei Items, die ich brauche, um dementsprechend diese ganzen Sachen mal fertig zu haben. Kalendor sind es noch ein paar mehr, aber östliche Königreiche sieht schon ganz gut aus. So, als nächstes bin ich auf meinem Chami auf Blackmoor und hier habe ich im Black Market wieder was gewonnen. Und zwar haben wir hier einen Gürtel, wie ihr seht. Der war relativ teuer. Das ist der T3-Gürtel vom Schamanen, müsste das sein. Und, oder was muss man mal gucken? Totemzauber, genau, das müsste Schamane sein. Und das Ding habe ich, wie gesagt, gekauft im Black Market für 191k, habe ich es ersteigert. Und das würde ich sagen, tun wir das mal raus. Ah, Old Things spackt wieder rum, deswegen hat es mir auch nicht angezeigt, für welche Klasse das ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier 5 von 8 Teilen. Jetzt können wir es einmal noch in die Liste eintragen, also 191.000. Und dann gucken wir mal weiter. Als nächstes sind wir auf Blackmoor und auch hier habe ich ein Item aus dem Black Market gewonnen. Und naja, es ist auch wieder ein T3-Item, diesmal vom Priester, die Schuhe. Und die haben mich gekostet 167.000 bzw. aufgerundet 168.000. Auch die nehmen wir einmal raus. Und da haben wir 4 von 8 Teilen vom Priester-Set. So, jetzt tun wir die auch noch in die Liste mit eintragen. So, wo haben wir es? Da haben wir es einmal und 168. Na gut, das sind schon ein paar teure Sachen, ich sag's euch, aber naja, das ist halt mit den T3-Sachen immer so ein bisschen eine leidige Angelegenheit. So, udala, als nächstes bin ich einmal auf Antoninas und hier habe ich einen netten Dolch im Auktionshaus gefunden. Stachelpeitschen-Dolch schimpft sich der für 30.000 und das ist auch wieder eins von den 10.1.7-Items. Das können wir jetzt direkt mal rauskaufen. Und ja, da muss ich jetzt gar nichts rüberhandeln, denn hier habe ich natürlich ein Char, wo ich das direkt lernen kann. So, machen wir das mal. Und dann packen wir den auch einmal aus meiner Liste raus. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir sie? Die letzten paar Tage hatte ich jetzt nicht mehr sonderlich viel gefunden. Ne? Sowohl im Auktionshaus als auch im Black Market war es eher mager. Aber heute lief das ganz gut. Vielleicht kommt da auch noch mehr, jetzt mal gucken. Also, da haben wir den Stachelpeitschen-Dolch. Mal raus damit und ihr seht, jetzt sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Items insgesamt aus Patch 10, 1, 7, die ich noch benötige. So, dala, als nächstes sind wir auf Antonidas und hier habe ich gerade einen super Schnapper gefunden. Beschlagener Totschläger für 16k. Den kaufen wir jetzt schnell raus, bevor mir den wer wegschnappt. Ich habe nämlich geguckt, EU-weit ist der nämlich nicht oft drin gewesen. Warte mal, vielleicht kann ich es euch gerade nochmal kurz zeigen. Wo haben wir es? Da ist das Ding. Ich habe nämlich gerade mal ein bisschen durchgescannt und hier auf Undermine Exchange. Ihr seht, das Ding oder war nur dreimal EU-technisch drin. Einmal für 16k, einmal für 250.000 und einmal für 563.000. Heißt, das war der Superschnapper des Jahrtausends. Dreimal auf allen EU-Servern ist halt schon wenig. Und mir wurde jetzt im Stream gerade gesagt, dass man hier quasi die verschiedenen Item-Level-Geschichten ausblenden kann oder ignorieren kann. Und dementsprechend
wenn das eine Item Level 16 ist, das nächste 35 und so, dann werden die alle zusammen angezeigt. Also das ist wesentlich easier. Ich wusste das tatsächlich nicht. Und da kann man das einstellen. Genau. Und dementsprechend habe ich jetzt das Teil gefunden. Jetzt nehmen wir das auch raus. Da haben wir das schöne Ding. Das können wir auch mit dem gleich lernen. Und dann packe ich das auch noch in die Liste rein. Wo haben wir es hier? Und das waren jetzt 16.000 und ein paar zerhackte. Die können wir jetzt hier auch rausschmeißen. Wo haben wir es da oben? Einmal löschen. Und jetzt ist in den östlichen Königreichen tatsächlich nur noch ein Item, was ich brauche. Beziehungsweise, warte, wenn wir hier bei dem Main-Account einmal reingucken, sind es noch zwei Sachen, weil ich ja dementsprechend diesen Todmannszeug noch brauche. Aber aktuell noch leider keinen Weg gefunden, wie ich den kriege. Warte mal, das können wir jetzt schon mal... Dann fliegt das raus. Die anderen Sachen habe ich jetzt auch mal versucht da zu scannen, aber hier diese ganzen Klingenmähen-Items, die findet man auf der Seite nicht, komischerweise. Also da muss ich mal nochmal gucken, wie ich die rausbekomme. Als nächstes bin ich auf dem Server Bladefist unterwegs. Und zwar habe ich hier zwei nette Sachen gesehen im Auktionshaus. Und zwar zwei Umhänge. Die sind beide schon ewig removed. Habt ihr jetzt... ehrlich gesagt schon auch richtig lange nirgends im Auktionshaus gesehen. Beide für 100k drin und ja, die wollen wir uns einmal rauskaufen. Also Nummer 1 und Nummer 2. Und die müssen wir dann gleich beide lernen können, oder? Sind vom Level tief genug. Also nehmen wir den an und den anderen. Und dann gucken wir, dass wir sie in die Liste mit eintragen. Jetzt muss ich bloß schauen, wo ich die habe. Ah ja, da haben wir sie. Also, Umhang Nummer 1. Für 100k. Geflickter Umhang heißt der. Und der müsste jetzt hier auch in der Liste mit drin sein. Ah ja, wunderbar. Da haben wir ihn. Also, das können wir rausschmeißen. Und dann noch den zweiten Umhang. Geschnürter Umhang ist das an der Stelle. Und den müssten wir hier auch irgendwo drin haben. Ah, der ist da oben. Das sind nämlich, glaube ich, 6 von diesen Umhängen gewesen. 6 oder 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 sind es dann noch, ne? Also waren insgesamt 7. Und die sind eigentlich teilweise gar nicht im Auktionshaus oder maßlos überteuert. Und jetzt 100k geht tatsächlich für die Dinger. Und ich kann euch gleich mal zeigen, wie ich die jetzt gefunden habe. Sonst bin ich immer auf dem Oribos Exchange unterwegs. Jetzt wird mir hier eine neue Seite gezeigt. Und da kann man, auf WoW Thing, da kann man sich alles Mögliche anzeigen lassen. Da kann man tatsächlich sich auch alle Items anzeigen lassen, die man noch braucht. Und wenn man dann die Einstellung hier oben richtig hat, werden die hier auch angezeigt und ja, alle halbe, dreiviertel Stunde resettet sich das, dann kann man einfach die Seite refreshen und dann sieht man, okay, auf welchem Server jetzt die Items, die einem noch fehlen, vor allem wenn es bei mir so wenige sind, wie viel die kosten, ne? Muss ich nicht mehr jedes einzelne Item suchen, ist für mich sehr, sehr praktisch, muss man aber seine Sachen vom WoW einmal hochladen, da gibt es auch so eine App für, das macht das dann automatisch und das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Also da musst du tatsächlich ein WoW-Addon installieren und halt so eine App zum Hochladen. Aber dann wird das hier schön aufbereitet und man kann dann gucken, ah, okay, hier 100k Bladefist, sofort hin und kaufen. Genau, aber vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu, das ist alles ein bisschen komplexer. Aber genau, würde ich sagen, guck mal weiter. Sudala, als nächstes bin ich auf auch Hindun unterwegs und da habe ich ein removedes Item gefunden, gefiedertes Cape. Und es kostet hier, ja, 138, 139 aufgerundet. Das kaufen wir uns jetzt einmal. Und schauen, dass wir es gleich einmal aus dem Postkasten rausnehmen. Das habe ich jetzt auch wieder über diese WoW-Thing-Seite gefunden. Ich muss echt sagen, die ist relativ gut, was das angeht. Muss zwar, wie schon, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt, einmal das ein bisschen setupen, aber sobald es läuft, ist es eine angenehme Sache. Gut, das haben wir rübergetradet. Ich trade am besten auch gleich, bevor ich das vergesse, mal das restliche Gold rüber. Ich war mir jetzt nicht genau sicher, wie viel es kostet und wollte es schnell kaufen, ne? Also, das müsste das restliche Gold sein. Das traden wir jetzt auch noch rüber. Schudala. Und dann können wir den einmal lernen. Und dann gucken. Hoi, warum klappt das hier nicht?
will den in den Chat posten, dass ich den, jetzt funktioniert es, dass ich den natürlich auch in die Liste einmal eintragen kann. Also, da haben wir es. 139k aufgerundet. Und dann schmeißen wir den hier auch aus meiner anderen Liste natürlich raus. Hier haben wir das gefiederte Cape bei den removeden Items. Das kommt auch raus. Jetzt sind wir runter auf insgesamt 128, die noch fehlen. Ja, so langsam wird es 40 Ingame-Items. So langsam wird das. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich mal weiter. Ich habe nämlich hier in der Liste noch was gesehen. Seht ihr, da ist das gefiederte Cape. Und hier haben wir so blutige Lederhandschuhe müssten das sein. Und da muss ich mal gucken, ob die noch da sind. Mal gucken, vielleicht kann ich mir die auch noch holen. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein removedes Item. Also da schauen wir jetzt mal als nächstes hin. Sudala, das Item auf Bloodfeather, wie der Server heißt, ist noch drin. Hier blutige Lederhandschuhe. Und die sind für 161.500 drin. Und ich würde sagen, die kaufen wir auch raus. Leder müsste ich ja gleich mit Main schon lernen können. Halt, bevor wir das traden, muss ich es natürlich aus dem Briefkasten nehmen. Hilft ja nichts. Also hier die kleine Kati. Dann haben wir das Ding. Und dann traden wir das einmal hier rüber. Was denn? Da haben wir es. Und dann haben wir das auch raus. Das waren jetzt zwei richtig teure Sachen, ich sag's euch. Ach, Moment. Das mal einmal in den Chat posten, dass ich es kopieren kann. Und dann habe ich hier meine Liste. Also, das Cape kann raus. Hier unten haben wir das. Ich zieh's euch mal hoch. Blutige Lederhandschuhe. Die können wir auch rauslöschen und dann tragen wir die hier noch einmal ein. Und zwar habe ich jetzt gezahlt 161.500, runden wir das mal diesmal ab. Und ja, damit sind wir jetzt bei einem Endbetrag von 1.043.000. Waren jetzt diesmal nicht sonderlich viele Items. Bonus Rolls habe ich zwischenzeitlich auch noch ein paar geholt, aber da ich mit den Legion-Sachen ja jetzt fast fertig bin, außer eine Handvoll Items noch, werde ich jetzt erstmal zumindest für Legion keine Bonus-Rolls mehr brauchen, aber irgendwann, wenn ich BFA anfange, da kommen dann die nächsten Bonus-Rolls und da müssen wir mal gucken. Juti, das war's dann mit dem kleinen Waste-Video. Mittlerweile sieht's ja gut aus, ich habe es ja eben schon gezeigt, 40 Items, da ist ja quasi, hat sich nichts geändert und hier 127 jetzt overall, aber viele von diesen Removeden sind ja gar nicht mehr drin, ne? Also diese blutigen Schuppenarmschienen und dieses ganze Zeug, da ist ja auf, teilweise auf keinem Server was drin. Ich kann euch vielleicht nochmal die Seite hier zeigen, ne? Also hier sind aktuell 77 Items von meinen 128, die ich da jetzt am Suchen bin, sind überhaupt in der kompletten EU drin. Ich habe sogar russische Server mit angeklickt und ihr seht da, außer den Todmannsdolch, den kaufe ich mir ja nicht, ne? Aber da sind ja einige Sachen dabei, die sehr, sehr teuer sind vor allem. Da geht es ja schon bis zu 500.000, wenn wir jetzt hier weiterklicken, dann hast du ein paar Millionen. Das Nette ist, man hat auf der Seite auch einen Gesamtbetrag, was das kosten würde, wenn man alles kauft, aber das macht natürlich wenig Sinn. Ne? Hier oben 70 Millionen wird das kosten. Dafür kaufe ich es mir sicher nicht. Naja gut, so viel dazu, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao.